Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie Drei kosmische Botschaften, Lektion 11. Das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres, Teil 1. Unser Merktext für diese Woche steht in Offenbarung, Kapitel 7, und hier die Verse 2 und 3. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Was ruft jetzt dieser mächtige Engel? Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Sternen. Sonntag, standhaftes Ausharren. Weiter in diesem Buch der Offenbarung, in Kapitel 14, haben wir dann den Vers 12, wo so die Auserwählten, das Volk Gottes, per Definition beschrieben wird, wie die so sind. Und da heißt es von ihnen, hier sind die, die da halten die Gebote Gottes, und das ist nicht immer dasselbe, als was Kirchenführer vorschreiben. Sie halten die Gebote Gottes und sie haben den Glauben Jesu. Nicht nur den Glauben an Jesus, wie das viele Bibelübersetzungen wiedergeben, sondern sie haben den Glauben Jesu. Und das ist noch viel, viel, viel mehr. Wesentlich mehr. Nun, wie schaut dieser Glaube Jesu aus, dieses Vertrauen Jesu, das er zu seinem himmlischen Vater hatte? Das brauchen wir nämlich, wenn wir zum Volk Gottes, zu den Auserwählten gehören wollen. Es geht um dieses Grundvertrauen, um diese Grobeinstellung beim Sender der alten Radios, dass du überhaupt auf Empfang bist. Im Römerbrief, in Kapitel 8, Vers 1, heißt es, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Das Wörtchen in ist hier so entscheidend. Nichts Verdammliches, ja, das wäre wunderbar, dass es keine Verdammnis für die gibt, die in Christus Jesus sind. Ja, was heißt jetzt das in Christus Jesus? Wie kann ich in ihm drinnen sein? Das drückt also diese enge Verbindung aus, so wie ein Boot, nicht? Du bist am Untergehen und dann wirst du rausgefischt und ins Boot geholt. Dann ist nämlich etwas zwischen dir und dem Wasser, nämlich das Boot. Und das hält dich über Wasser. Und so musst du in Christus sein und nicht außerhalb von Christus. Und um in Christus zu sein, brauchst du eine enge, intensive, liebevolle Beziehung. Sonst bist du eben nicht in Christus, sondern außerhalb von Christus. Und dann gehst du unter in den Wogen des Meeres. Komm ins Boot. Komm in Christus. Und da heißt es weiter in Vers 2 in diesem Römerbrief Kapitel 8, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht. Wovon? Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist eine bedeutsame Formulierung. Da gibt es also das Gesetz der Sünde und des Todes. Nicht machst du dies, dann kommt auch das und in der Folge jenes. Es gibt also eine Gesetzmäßigkeit. Aber das Gesetz des Geistes macht lebendig in Christus Jesus. Wenn du im Boot bist und nicht außerhalb, darauf kommt es an.
Montag, die kosmische Schlacht, der kosmische Kampf. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 27 ist geschildert, was bei der Kreuzigung Jesu geschah. Und ab Vers 45 heißt es, und von der sechsten Stunde an, also es wurde von 6 Uhr früh, das war die erste Stunde, begann die gerechnet, das ist also genau Mittag, 12 Uhr, von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, also von 12 Uhr bis 15 Uhr, 3 Stunden, totale Finsternis. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabthani. Das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Vers, der hat zu so vielen falschen Ansichten geführt, wie kaum ein anderer in der Bibel. Da denken also manche Kritiker, schau her, Gott hat ihn verlassen. Er hat ja selber gebetet. Was sie nicht begreifen, das ist ein Zitat aus dem Psalm 22. Der beginnt so. Jesus hat diesen Psalm gebetet. Und nicht nur den ersten Vers. Warum betet er gerade diesen Psalm 22? Es gibt ja 150. Warum gerade den? In keinem anderen Psalm ist so deutlich vorausgesagt, 1000 Jahre im Vorhinein, was am Kreuz geschehen wird. Zum Beispiel der Vers, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Meine Hände und Füße. Geht es deutlicher? Sie losen um mein Gewand. Lies einmal diesen Psalm 22. Was da für genaue Hinweise sind in Bezug auf die Kreuzigung des Messias. Darum hat Jesus diesen Psalm gebetet. Aber nicht nur deswegen. Denn er hängt ja jetzt dort, unser Passalamm, unser Opferlamm, der sich hingibt für uns. Und das ist ein bedeutsames Element. Er, der hier blutet, um in dir etwas zu bewegen, dass du siehst, der blutet. So wie das Opferlamm im Tempel, das blutete, dem eine Sünde auferlegt worden war. Es ist schon spannend. Jesus, unser Opferlamm. Als Johannes der Täufer Jesus an den Jordan kommen sah, hat er hingewiesen, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Ha, was für eine Aussicht. 3,5 Jahre vor der Kreuzigung wurde das schon angekündigt. Und als Jesus dann seinen letzten Schrei tut, und der Vorhang im Tempel zerreißt, von oben an bis unten aus, dann wird klar, jetzt braucht es keine Opferzeremonien mehr in Israel. Darum hat Gott auch nicht mehr dafür Sorge getragen, dass dieser Tempel erhalten wird. Braucht es nicht mehr, die Opferungen. Das, was als Symbol für das Wahre gegolten hat, hat jetzt stattgefunden. Und was hat Jesus bezweckt damit? Was wollte er damit erreichen? Dass dir aufgeht, was die Liebe Gottes ist. Dass das in dir eine Seite zum Schwingen bringt. Dass du begreifst, er war bereit, alles für dich zu geben. Wozu bist du bereit? Bist du bereit, mit ihm durch dick und dünn zu gehen, dich mit ihm so zu verbinden, wie er mit dem Vater verbunden war? Das ist die höchste Stufe. Das ist höher als Universitätsniveau.
Das ist das Allerhöchste. Liebesverbindung zu deinem Schöpfer. Dienstag, die gottlose Kette. Im Offenbarungsbuch, in Kapitel 13, ist von zwei Mächten die Rede, die als Tiere dargestellt werden. Bis heute sagt man ein hohes Tier, obwohl es um den Menschen geht, in einer besonderen Position. Und hier sind zwei Tiere, eine politische Supermacht und eine religiöse Supermacht. Und die zwei, die verbinden sich in der Endphase, in der finalen Phase dieser Weltgeschichte, um so die Welt zu beherrschen. Das Papsttum als religiöse Supermacht und die USA als politische Supermacht. Und miteinander unschlagbar. So werden sie die Welt beherrschen. Der eine vom Moralischen her und der andere, wer die Macht dazu hat, der Staat. Nun, es ist hier beschrieben, in diesem Kapitel 13, wie das vor sich gehen wird. Dass nämlich die USA dem folgen, was das Papsttum als Idee vorgibt. Die anderen setzen das um. Das war immer schon so, im Mittelalter schon so. Kirche und Staat, nicht der Papst steuert den Kaiser und der setzt das um, was der Papst gerne hätte. Darum ist ja Kaiser Karl V. so in der Reformation gegen Martin Luther vorgegangen mit allem, was er hatte, weil der Papst ihn gesteuert hat. Und er hat nicht selber nachgedacht, ob das nicht Sinn macht, was hier in Martin Luther verkündet, weil der sich auf das Wort Gottes, auf die Bibel beruft. Er sagt, ich bin ja nicht ich, der Martin, sondern, und nicht der Dr. Martin Luther, sondern, das Wort Gottes sagt es. So spricht der Herr und wir sind da daneben. Aber der Papst instruiert den Kaiser. Der ist daneben, denn der tut nicht, was der Papst sagt. Tja, und der Kaiser tut, was der Papst sagt. Und so folgt die Regierung der USA dem, was der Papst sagt. Und das haben wir hier geschildert. Und dann heißt es in Vers 16 von Kapitel 13 der Offenbarung, und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens. Du musst das auf Linie sein mit dem Narrativ, der von oben vorgegeben wird. Sonst bist du außerhalb. Das ist schon interessant. Wenn du in Christus bist, bist du nicht im System der Regierung und des Papsttums. Denn das Papsttum steuert die mächtigste Regierung und die mächtigste Regierung steuert alle anderen Regierungen. Nicht zuerst, ganz oben ist Satan, der steuert den Papst, der Papst steuert die USA steuert die G7 steuern die G20. Diese 20 mächtigsten Staaten auf diesem Planeten. Ergebnis? Die anderen 90% der Staaten folgen. Ob willig oder unwillig, sie müssen folgen, weil die 20 sind die mächtigsten und die geben die Richtung vor. Und wenn der Narrativ in die Richtung geht, das haben wir in der Pandemie gesehen, wenn du da nicht mittust, dann bist du außerhalb dieses Systems. Aber es geht darum, innerhalb des göttlichen Systems zu sein. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Bist du in diesem Boot? Und wenn sich das jetzt nicht deckt, wenn die Regierung etwas anderes will, als was Gott will, wie hat Petrus darauf reagiert? Denn er wurde auf das angesprochen. Haben wir euch nicht streng befohlen, nicht mehr in diesem Namen von Jesus zu lehren? Und ihr habt euch nicht dran gehalten. Also, jetzt seid ihr dran. Und Petrus hat diese geniale Antwort in der Apostelgeschichte berichtet, Kapitel 4. Man muss Gott mehr gehorchen als den Er sagt also nicht, man soll den Menschen nicht gehorchen. Aber wenn sich das jetzt widerspricht, wenn das nicht deckungsgleich ist, wenn Christus das sagt und der Staat das, dann geht es darum, ja, dann kann nur einer die Priorität haben. Man kann nicht zwei Herren dienen.
dann muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mehr gehorchen als den Menschen. Eigentlich recht einfach. In der Formulierung, in der Durchführung, dann kommst du in Konflikt mit dem staatlichen Gesetz. Wenn nämlich das staatliche Gesetz im Konflikt ist mit dem göttlichen Gesetz, dann kommst du darauf an, Farbe zu bekennen, damit du dann im Boot bist und das Sternentor erlebst. Mittwoch, die dem Lamm folgen. Das Lamm ist also ein Symbol für Christus. Diejenigen, die dem Lamm folgen, die sind also dann in Christus, im Boot, das Christus darstellt. Und sie sind, wenn der Staat etwas anderes verlangt, außerhalb des staatlichen Bootes. Nun, in Offenbarung Kapitel 13, in den ersten Versen, sehen wir die religiöse Supermacht der Endzeit, das römisch-katholische Papsttum. Und diese Supermacht, die ist, und das ist schon bezeichnend, eine Mischung aus dem, was man in Daniel 7 schon gesehen hat, Raubtier dargestellt, nämlich Mischung aus Panther, Bär und Löwe. Und dann kommt noch der Drache dazu. Also wir haben alle vier Tiere, die wir in Daniel 7 haben, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und diese vier Religionen, die aus diesen Reichen hervorkommen, dieses Mischmasch, diese Mixtur, dieser Religionssynkretismus, wie es mit einem Fachwort heißt, diese Vermengung aus heidnischen und christlichen Elementen, das ist also dann ausgebildet, ausgeformt in der römischen Kirche, die katholisch ist, allgemeingültig, weil sie mit Waffengewalt, mit Unterstützung der mächtigen politischen Führer, ihre Linie durchgesetzt hat. Warum wurde die Kirche so groß? Weil sie die Mächtigen für ihre Ziele eingespannt hat. Und die Mächtigen sind treu dem Papsttum gefolgt, aber nicht dem Wort Gottes gefolgt. Und das hat Konsequenzen in Bezug auf das, nämlich in Bezug auf das Sternentor. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für die gibt es keine Verdammnis. Da steht also nicht, es gibt keine Verdammnis für die, die dem staatlichen Narrativ folgen. Was wieder das Narrativ des Papsttums ist. Es geht darum, in Christus zu sein. Nur in ihm ist das Leben. Nun, die Überschrift hier im Mittwochabschnitt lautet, die dem Lamm folgen. Darauf kommt es also. Wem folgst du? Wo willst du denn hin? Was ist dein Ziel? Willst du es momentan bequem haben? Nein, wenn der Staat das sagt, ja dann, bevor ich da Nachteile habe, ja, willst du den ewigen Nachteil haben, dass du da nicht um den Sternen dort durchkommst? Dieses Leben ist kurz, aber das danach, das ist die Ewigkeit, die dir verloren geht. Denn du kannst wählen zwischen ewigem Leben und dem zweiten Tod. Bitte was? Ja, so sagt es das Wort Gottes. Offenbarung 20. Der zweite Tod ist der Teil derer, die eben nicht Gott mehr gehorchen als den Menschen, sondern den Menschen mehr gehorchen als Gott. Und an dem Punkt wird sich alles entscheiden. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Die dem Lamm folgen, die kommen ans Ziel. Nicht die, die einer Regierung folgen, die das Gegenteil von dem sagt, was Gott will. Solange sie dasselbe sagt, die Regierung, ja, dann kannst du ja folgen. Aber wenn die Regierung abweicht vom göttlichen Plan, wem hast du dann zu folgen? Um da anzukommen. Das steht dir frei. Gott zwingt nicht. Nie und nimmer.
Er möchte deine Liebe erwecken, deine Liebe zu ihm. Dass du jemand wirst, der aus Liebe zu deinem Schöpfer bereit ist, alles, alles zu riskieren, alles auf eine Karte zu setzen. Wie Jesus gesagt hat, da pflügt einer, findet einen Schatz im Acker und dann gibt er alles, was er hat, her, um diesen einen Schatz zu erwerben. Diese Ackerfläche. Weil er begriffen hat, ist mehr wert wie alles, was ich bisher hatte. Darauf kommt es an. Donnerstag. Jesus, unser einziger Mittler. In Offenbarung 13 haben wir also diese zwei Tiermächte kurz betrachtet. Das Papsttum und die USA, die die ganze Welt steuern in Verbindung miteinander. Und die möchten also ihren Willen durchsetzen und ihr Gesetz durchsetzen gegen das göttliche Gesetz. Das ist der Punkt. Nun, im Johannesevangelium, Kapitel 10, ist es uns etwas berichtet. Da hoben die Juden, steht in Vers 31, abermals Steine auf, dass sie Jesus steinigten. Oh, wieso das? Was hat er gemacht? Sie wollen ihn steinigen? Jesus wollen sie steinigen? Und dann fragt er, viele gute Werke habe ich euch erzeiget von meinem Vater. Um welches Werk unter denselbigen steinigt ihr mich? Also für welche gute Tat wollt ihr mich jetzt steinigen? Und dann sagen sie, um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht. Ja, weswegen dann? Sondern um der Gotteslästerung willen. Weil du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Aha, das haben sie also begriffen. Er stellt den Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Das haben sie gemerkt. Und er hat es auch bewiesen durch die Tat. Nicht, wenn ein Blinder dann sehen kann, ein Lahmer gehen kann, ein Stummer sprechen kann, ein Tauber hören kann, ein Toter wieder aufersteht. Ja, wer kann das? Eben nur der Sohn Gottes. Also er hat bewiesen, dass er der Sohn Gottes ist. Und die sagen, wir bringen dich um, weil du sagst, du bist der Sohn Gottes. Obwohl er es ist. Und die Verurteilung Jesu vor dem Hohen Rat war der Punkt. Der hohe Priester stellt ihn unter Eid, den Angeklagten Jesus. Und sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, dieser Messias. Und Jesus bekräftigt es. Und legt noch eins drauf und sagt, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten Gottes. Und wiederkommen in Macht und Herrlichkeit mit Tausenden von Engeln. Also er zeigt ihnen schon die Zukunft auf. Er sagt, ich bin der. Und was sagt der Hohepriester drauf? Und indem er sein Gewand zerreißt, was er nie hätte dürfen. Habt ihr die Gotteslästerung gehört? Er wird gefragt, der Heiland, wer er ist, und als er bekennt, wer er ist, sagen sie, du bist ein Lügner. Du bist der nicht, der du zu sein vorgibst. Obwohl es ist, er hat es ja bewiesen. Und damit ist diese Handlungsweise unentschuldbar, was hier der Hohe Rat beschlossen hat. Und es war nicht das Volk, das war hinter Jesus. Es war die Führungsschicht, die befürchtete, entmachtet zu werden, den Platz räumen zu müssen. Sie sahen in Jesus so ein Art Alpha-Tier, das ihre Stelle einnehmen will. Und der es am meisten gehasst hat, das war der Hohepriester. Der hat diese zukünftige Drohung, die er so sah, am deutlichsten verspürt. Denn dann wird er ausgetauscht. Dann steht an seiner Stelle Jesus. Ja, da ist er schon lieber selber die Nummer eins und der andere ist tot, oder? Aber es ist natürlich sehr kurzsichtig gedacht, weil dann bist du in Ewigkeit tot und stirbst den zweiten Tod und kommst nicht beim Sternentor durch. Niemals. Weil dann bist du auf dem Weg der breiten Masse, auf dem breiten Weg.
der ist eine Sackgasse. Ende, zweiter Tod. Sternentor, schmaler Weg, schmaler Eingang, ewiges Leben. Das ist der Unterschied. Nun, als Jesus hier so deutlich gezeigt hat, wer er ist und was er vermag, da hoben sie Steine auf. Sie wollten nicht das anerkennen. Sie wollten nicht. Aber es war noch nicht die Zeit. Die hätten ihn schon viel früher gesteinigt, wenn es möglich gewesen wäre. Aber er geht einfach mitten durch sie hindurch und es ist wieder erledigt. Erst als die Stunde gekommen ist, dann lässt er sich binden, nicht vorher. Freitag, Zusammenfassung. Wir haben mit dem Bibeltext als Merktext von Offenbarung 7 begonnen. Und was dort steht, dass nämlich der Engel vom Aufgang der Sonne her, von Osten her, der mächtige Engel, den anderen vier Engeln sagt, wartet noch mit der Vernichtung des Planeten. Und das hat der Künstler Maximilian Jantscher auf diesem Gemälde dargestellt. Hier haben wir den mächtigen Engel auf der linken Seite und hier unser Planet Erde. Vier Engel sind im Begriff der Erde und dem Meer, also der Landfläche und der Meeresfläche, Schaden zu tun. Die Stürme sind im Begriff loszubrausen. Die Stürme stehen hier für alles an Naturkatastrophen, was es nur gibt. Vernichtung des Planeten. Und jetzt kommt der Hinweis, Moment, noch nicht. Es tut sich jetzt noch ein Zeitfenster auf. Und dieses Zeitfenster, das jetzt noch aufgeht, das lautet da, haltet an. Wartet noch, bis die Auserwählten auf diesem Planeten versiegelt sind. Ja, wodurch wirst du versiegelt? Was kriegst du da für eine Sprühlackschicht drüber? Wodurch bist du da geschützt? Welche Rüstung ist das? Du wirst versiegelt mit dem Geist Gottes, schreibt im Epheserbrief. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll des Geistes. Ja, wie wird man voll des Geistes? Wie kommt man dazu, dass man versiegelt wird? Und das geht es ja, damit man dann durchs Sternentor kommt. Diese Versiegelung mit dem Geist kommt, wenn du in Christus bist. Im Boot bist, das Jesus darstellt. Du musst ins Boot, um nicht zu ertrinken. Du musst in Christus eine ganz enge Verbindung zu ihm entfalten. Darauf kommt es an. Wenn du die nicht hast, dann wirst du nicht bestehen können. Dann gehst du unter. Dieses Zeitfenster, das ist die letzte Chance, für all die Menschen auf dem Planeten noch die Kurve zu kriegen. Zu sagen, ich will in Christus, ich will ins Boot, möchte nicht untergehen. Ich will ihm folgen, dem Lamm. Ich will tun, was er mir sagt. Ich will ihm Folge leisten, weil er mich liebt und alles für mich gegeben hat. Darauf kommt es an. Erlösung ist Liebe. Liebe von der göttlichen Seite und deine Liebesantwort. Von seiner Seite Angriff der Liebe und du antwortest mit Liebe zu ihm. Alles andere ist vergebliche Liebesmühe. Bringt absolut nichts. Nur aus Liebe heraus sind wir in der Lage, nämlich zu ihm aus Liebe heraus, seinen Geboten zu folgen. Darum sagt Jesus in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, dann haltet ihr meine Gebote. Wenn das, dann ist das die Folge.
Das ist so wie wenn der Stecker in der Steckdose, ja dann fließt der Strom zu deinem Gerät. Und wenn du jetzt auch noch deine Willensklappe in die richtige Richtung stellst, dann geht's los. Dann kann der Strom fließen. Du wirst versiegelt mit dem Geist Gottes. Dann belebt dich übernatürliche Kraft, wenn du dich einklingst. Der Stecker muss Kontakt haben in der Steckdose. Es hilft nicht, wenn der Stecker neben der Steckdose liegt. Er muss in der Steckdose sein. Kontakt. Hast du den Kontakt mit Jesus, deinen völligen, engen, intensiven, innigen Kontakt schon hergestellt aus Liebe? Dann bist du auf dem Weg zum Sternentor. Aber nur dann.